So, wir haben Samstag, Qualitag hier in Brasilien. Wie man sieht, pisst sind wir noch runter, die ganze Nacht runter gepisst. Wetterbericht sagt da nichts anderes voraus, von dem her, hier wird dann nicht irgendwas gemacht, dass das Training versetzt oder gestoppt wird. Von dem her geht es ganz normal los. Mal schauen, wie sich die Stufen und das Holz im Nassen fährt. Okay. Also Training ist jetzt vorbei, habe 4 Läufe geschafft, ich bin ganz offen und ehrlich, ich komme mit der Strecke absolut gerade nicht klar, mit dem Regen, mit der Strecke, ich bin ziemlich am Limit. Es sind glaube ich über 50 Fahrer in meiner Klasse und ich muss sagen, wenn ich das Finale der besten 8 erreiche, dann feiere ich eine Nacht. Also wird tough, weil die Jungs lernen es einfach komplett fliegen. Ich weiß nicht wie, aber sie lernen es einfach voll fliegen. Mal schauen, vielleicht kriege ich in der Quali einen guten raus. Ja. I'm singing in the rain. Wir haben gerade gesagt gekriegt, dass es Rennen seit ungefähr 20 Jahren gibt, aber es hat noch nie geregnet. So, jetzt ist Quali-Zeit. Das wird eine bitter enge Geschichte wahrscheinlich. Also ich habe meine Trainingszeiten angeschaut, habe die anderen angeschaut und das wird... Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die hängen auf jeden Fall am Gas. Deshalb muss ich jetzt echt setzen und dann schauen wir mal. A sua é a quarta colocação do Rodolfo Fischbach, 1 minuto 4 segundos 705. Four place to Johannes Fischbach. Ja, das war diesmal jetzt eine eher kurze Geschichte hier in Brasilien. Ich habe schon gemerkt, dass es für die Quali wahrscheinlich echt knapp wird, weil es sind bloß 8 weitergekommen. Die Jungs haben wirklich im Training im Nassen schon gefahren, als ob es trocken wäre. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ich habe zwar in der Quali probiert,
Gas zu geben, ob es eigentlich auch wirklich laufen lauer. Aber stellenweise war ich dann doch ein bisschen zu sehr auf der Bremse gehockt und bin unrund gefahren. Und es war einfach wegen der kurzen Strecke auch super knapp. Also ich glaube, ich bin jetzt ausgeschieden wegen 5000stel Sekunden oder so. Also wirklich knappes Rennen. Mei, im Endeffekt ist es jetzt, ist wie es ist. Ich bin froh, dass ich heil geblieben bin, weil es war wirklich eine harte Nummer. Und ja, wir schauen morgen beim Rennen zu, dann fliegen wir wieder heim und dann geht's weiter. Also, ciao!